Aber wie. Ja, I've sent the tank units route to your iDroid. Please select a strike point. Support helicopter requested. Vielleicht bringt dir das etwas. Ich hoffe bloß, dass der Helikopter jetzt rechtzeitig kommt. Helikopter? Wo ist der? Wir kriegen hier gleich ein Mods großes Problem.
bleiben, ne? Locker. Na dann mal Abflug. Der hält es mal locker durch bis zur Basis. Hoff ich doch. Gut. Extraction arrived at Mother Base. Gut überstanden und wir sind sogar wieder ein bisschen aufgestiegen vom Mission complete. Boss. Wir sind Dobermann. Ah, gut. Mhm. Immer noch ein Schlückchen trinken gelegentlich. Starring. So, das nächste Kapitel, oder das Kapitel haben wir jetzt auch beendet. Dann geht's jetzt weiter mit den anderen. Ja, ja, Metal Gear ist doch eigentlich ein echt geiles Spiel. Muss ich immer wieder sagen. Und wir haben Dobermann freigeschalten. Das Emblem Dobermann, besser gesagt. So. Ah, wir haben die Kämpfe. We're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. MERT deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Okay. Alles klar. We've established a sick bay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases, or PTSD can be treated there. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. Cool, jetzt haben wir eine Krankenstation. Also wir haben jetzt Sanitäter und die Krankenstation. Wir haben einen B-Fähigkeiten-Soldat. Einen D, einen Unruhestifter, oder was habe ich gerade? Unruhestifter. Ja, gut, die Unruhestifter werden wir natürlich dementsprechend rauswerfen, wenn wir tatsächlich dementsprechend Unruhe stiften sollten. So, gut. Schauen wir mal, was unsere Basis ist, was wir ein bisschen umändern könnten. Aha, da passiert was Neues. Updated. So, wir haben jetzt Kämpfer. So, gucken wir mal, was wir in Bau. Gesamtes Personal. Und zwar Kampfeinheiten. Super, du bist zum Beispiel. Dich kann man nicht ändern. Du passt perfekt in die Select Kampf. Unit. Staff assigned. Unit du von passt Select auch Unit. Perfekt in Staff die Kampf assigned. Arena. Du bist im Gefängnis. Du bist. Du gehörst in die. Select Unit. Staff assigned. Development Project. Der bleibt has been added. C. A. Mechaniker. Select der kommt auf jeden Fall in die Kampfeinheit. Der hat überall C, das ist egal, wo der reinkommt. Der kann auch in die Kämpfereinheit. Du kommst auch in die Kämpfereinheit. Select Unit Staff assigned. Select Unit Staff assigned. Hier ist Arzt, genau. Du kommst zu der Ärzte. Select Unit. Staff assigned. C, du kommst auf die. Select Unit. Staff assigned. Ah, ist perfekt. Select Unit.
Staff assigned. Ziel. Select unit. Staff assigned. Select unit. Sanitäter besser. Staff assigned. Der Sanitäter, der ist. Oh Gott, der ist allgemein schlecht. Okay. Huch. Haben wir da jetzt selber? Oder macht er das jetzt selber? Oder muss ich das jetzt deichseln? Ach, guck mal. Und dann haben wir da hinten noch die Mediziner, Ersthelfer in der Luft. Jetzt habe ich wieder den gedrückt, aber egal. So. Datenbank, was haben wir denn da? Enzyklopädie. Ah, guck mal. Und wir haben. Was war das andere? Der Geier da. Ach, den habe ich jetzt nicht. Ah, egal. So, externe Aufträge. Das ist nämlich super. Jetzt haben wir nämlich Soldaten, die wir wegschicken können und die auch Aufträge machen, wofür wir natürlich auch dementsprechend Sachen bekommen. So. Da könnte man zum Beispiel mal sagen, hier können wir Leute hinschicken. Nicht genügend Personal. Sehr gut. Also gut. Ein Tag und 16 Stunden. Okay, wir haben dafür das ganze Zeug einfach zu wenig Personal. Ach guck, die funktioniert. Unit dispatched. Können wir hier auch? Ne, dafür haben wir kein Personal mehr, weil wir jetzt alle losgeschickt haben. Okay. Herausforderung haben wir wieder. Guck mal, da ist auch nochmal eine. Auch. Gut. Nebenmissionen. Ach du Scheiße. Zielübung im Sanitärflughafen, also im Dingens. Naja. Please select a mission. So, die letzten zwei. Machen wir auf jeden Fall noch eine. Ich vermute mal, wir müssen hier hin. Also werden wir. Jo, wir gehen dahin. Ja, passt. Gar nicht gelesen, wie die Mission eigentlich hieß. Huch, war es wieder weg. Das habe ich überhaupt nicht gelesen, wie die Mission heißt, aber das sehen wir ja eh gleich nochmal. Episode 9. Unterstützung. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real firework show. Uh-huh. Check the target's locations on your map.
Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid 2. Be careful down there, boss. Nehmen wir Abflug. Eingepanzertes Fahrzeug eliminieren. Okay, cool. Hey, quit kidding around. Snake? Ja, vielleicht sollte man nicht so direkt angreifen wie vorhin. In this mission, we're back up for the Guerrillas' offensive operation. Take out the incoming Soviet combat vehicles. Each one you eliminate will contribute to our reward. However, you'll fail the mission if you don't take out any at all. Boss, each vehicle is a piggy bank just waiting to be smashed. Get as many as you can. Also die Fahrzeuge nicht kaufen können. Hier bin ich. Das heißt, ich komme jetzt. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Ich sollte mir auch mal ein schnelleres Fahrzeug zulegen oder irgendwas. Super, weißt du? Die Scheiße, ob das stehen können würde, aber nee. Ah ja, ist gar keiner. Ist ja auch nicht schlecht.
Heute gehen wir mal so durchs Camp, wo einfach da ist. Wieso habe ich eigentlich diese Honigbiene-Raketenwerfer, wenn ich nicht einsammeln kann? Ist doch irgendwo geschissen, oder? Frage ist, soll ich jetzt warten? Der geht doch mit Sicherheit an den Stellungen, oder? That's the target's predicted route. You can either move ahead and cut it off, or attack it from behind. Wenn das Ziel erreicht hat, ist vorbei, oder? Enemy presence detected. Has been updated. Ja, ich bin da jetzt mal damit absicht rausgeritten, damit ich einfach nochmal von vorne anfangen kann. Jetzt weiß ich, was passiert. Das heißt, ich muss den Panzer schon davor ausschalten. Oh, was mit dem zweiten Panzer, der da kommt? Ist doch kacke. Ich hoffe, dass ich irgendwo einen Kontrollpunkt habe. Ja. Boss, this is important. We've reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper Tihi. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. Please select the Soviets have already lost a number of officers. You'd, mission accepted. The map has been updated. Huch. Ich bin zu weit draußen. Okay. Enemy presence detected. The map has been updated. Da ist man hoch im Griff. Ich glaube, ich habe irgendwas über den Haufen geritten. Und nochmal Episode 9. Unterstützung. Ich glaube, wir werden auch das mit der Unterstützung einfach nochmal anordern, weil es hat ganz gut funktioniert. Und zwar mit der Luftunterstützung. Ladebild. Na komm. Boss, I have a report from the Intel team. Check the target's locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid 2. Was ist das? Ziel. Ist auch ein Ziel. Okay.
Please select a strike point. Ja. Naja, dann mal. Sollen nur kommen, die zwei. The map has been updated. Das ist eh deine ihre Route, wenn die hier durchkommen. Ja. Dann lasse ich auch das Pferd mal hier. Sorry, ich kann den Helikopter einfach nicht ernst nehmen. Ich hoffe, dass der noch rechtzeitig da bleibt, der Helikopter. Der irgendeine bestimmte Zeit, die der wieder wegfliegt. Alter, was geht bei dem ab? Läuft, hä? Du bist der Beste. Apropos der Beste, von da hinten kommen sie. Ich glaube, wir reiten hin. Ich wäre da jetzt echt dafür. Support helicopter requested. Enemy presence detected. The map has been updated. Die haben mein Heli abgeschossen. Ich hab mein Pferd schwarz. Great. Now on to the next. Boss, we have information on new targets. Target check your iDroid for their predicted route. Alter, das gibt's doch nicht. Stop! Stop! I'm not arguing on the other side of the corner! Help!
Marco, das ist jetzt wieder vorbei. Hey, ihr seid zu spät, Jungs. Vorbei. A target has left the mission area. There's no way to eliminate it now. Head for the remaining targets. Boss, we spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. Do you think you can bust him loose? Just if you have the time to spare. Guard post captured. The map has been updated. Hey, wir haben einen Panzer zerstört. This is Pequod. No targets remaining. Ending attack run and we'll stand by at LZ. Cool. Das heißt, wir können jetzt gehen, oder was? This is Pequod. Have arrived at LZ. We'll stand by. Was ist das für ein Punkt da hinten? Gefangen noch. Enemy presence detected. The map has been updated. Ich glaube, das ist auch jetzt erstmal besser. Erstmal gucken, ob wir ein bisschen Waffen sammeln oder irgendwas müssen wir doch tun. Das ist doch zu heftig. Wir brauchen irgendwelche Granatwerfer oder sonst irgendwas. Das ist doch. Huch, so viel Zeug bekommen. Ist doch fast unmöglich, das Zeug zu herzukriegen. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Development project has been added. A bionic arm developer has submitted a proposal for Please a new feature. Select a mission. An active sonar that can detect the positions of soldiers, prisoners, and animals. To start development, give the order from your iDroid. Die müssen wir machen, auf jeden Fall. Also abgeschlossen ist sie noch nicht. Würde ich aber sagen, machen wir die wirklich beim nächsten Mal. Weil jetzt ist schon wieder so ein bisschen die Zeit rum und deswegen. Jo, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann gucke ich mal, was man so an Waffen noch alles anordnen kann. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.